Ja, bevor ich euch die Chatfans bedanke, möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken. Nochmal bei Roka und stellvertretend bei Kevin, dass ich heute zum zweiten Mal da will sein, zu diesem Schaubichter. Die ganze Wahrheit ist ganz genau, es war wirklich sensationell, das Erlebnis von auch hier zu sein. Es soll meine Denk von Kühen zu erleben, um uns richtig zu werfen. Das muss ich euch sagen, es wird wirklich eine sehr große Ehre und ich bin euch dankbar, dass ich euch, dass ich das heute Abend dürfen machen. Ich möchte mich ganz herzlich auch bedanken bei Daniel, beim Henkel, der irgendwie die ganze Aufmerksamkeit zu nehmen, zu gucken, weil er macht alles leidet und er macht alles richtig und er macht es perfekt. Deswegen ist es mir wichtig, hier Danke zu sagen, dass du heute auch da warst. Das tut schon die Arbeit von Reisinger sehr erleichtert. Jetzt gleich noch ein paar Worte zu den Kühen, die jetzt im Rennen haben, bevor wir zur letzten Entscheidung des Tages kommen. Ich war jetzt runtersortiert bis auf die letzten sechs, die jetzt im Rennen sind. Man sieht natürlich, es hat sich jetzt doch mehr auf ältere Kühe beschränkt. Das ist dann halt leider so, wenn es nur eine Champion-Kuh gibt. Ich denke aber, die ganze Schau, angefangen mit den jungen Kühen, war auf einem außerordentlichen Niveau, vor allem bei den jungen Kühen. Also da wirklich absolute Spitze. Und jetzt heute haben wir halt am Schluss jetzt Kälber zwischen zweiter und vierter Laktation. Ich denke, es sind Kühe, wo ich sagen muss, ganz egal welche Rasse, ganz egal welche Farbe, meine Meinung ist, so müssen sie sein. Ja? So müssen sie sein, meiner Meinung nach. Milchtyp, trotzdem stark genug, die müssen laufen können, die müssen super weiter haben. So muss es sein. Wer dieser Meinung ist, der soll jetzt nachher gleich klatschen. Wer nicht der Meinung ist, der muss sich vielleicht mal melden. Da müssen wir mal ein bisschen Einstellungen vornehmen. Weil das, glaube ich, sind Kühe, die wir jeder mit nach Hause nehmen. Das sind 5, 6 super Kühe. Und ich denke, geben wir denen alle einen riesen Applaus. Ich denke, das muss man sich einfach immer wieder auch ins Gedächtnis rufen, um was es wirklich geht. Und das sieht man, glaube ich, heute Abend so gut wie selten. Weil das sind Kühe, die möchte wirklich jeder bei sich im Stall haben. Das sind Kühe, die, das sieht man an, die möchten Schafe, die möchten Milch geben und die haben alles dazu, dass sie auch machen können. Und vor allem sieht man hier, es sind Kühe da, die halten, ja, und die werden noch viele Jahre halten. Und dazu kann ich euch allen nur ganz recht herzlich beglückwünschen. Ich möchte euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Ich weiß es schon, wie es ausgeht. Und ich möchte es euch jetzt auch mal mitteilen. Dort kräftig klatschen, machen ordentlich Rhythmus und Krach. Und dann werde ich als erstes die Champion, die Reserve-Champion und dann die ehrenvolle Erwähnung jetzt auszeichnen. Und bitte machen wir mal richtig Krach. Bitte. Ciao.
let's be Liverpool champion nur vor der Hüdiger Betriebsmeisterschaft als Champions 2085, damals schon Rosalie von Kurt Wilmer, die mich vor mir bereits schön unter 30 gewonnen hat. Herzliche Gratulation an WTS Genetik Menzner. Im zweiten Rang haben wir ebenfalls schon gehört, doch die Jongleur Joya von Benny Schmid von Schüttheim und im dritten Rang Zinkuh von der englischen Abteilung, die Bruheinspanner Fortuna von Matthias Vitali. Herzliche Gratulation an den drei Siegern und